Hallo Whisky-Freunde, willkommen zum nächsten Whisky-Video von Blind Whisky und begleite mich auf dem Weg, wie ich Whiskys erlebe. Und zwar, was erlebe ich heute? Heute erlebe ich ein Amorique, einen französischen Whisky. Jo, und zwar, was habe ich denn hier? Ich habe hier ein Sample oder eine kleine Sampleflasche von Amorique Double Matured. Und was kann man dazu noch sagen? Also, so die Kenndaten, die ich hier habe, er ist 9-Chill filtert. Er hat, oh, das hätte ich mir vorher aufschreiben sollen, 46 Volumenprozent, also gute Trinkstärke, finde ich. Und er kostet auf jeden Fall das, was ich hier im großen Online-Shop gesehen habe, 37 Euro. Und er ist in bretonischen Eichenfässern und Sherryfässern gereift. Und das kann man dann noch dazu sagen, er hat auf jeden Fall, ach ja, die, wenn die eine bretonische Eiche dafür fällen, für die Fässer, dann veranlasst die Distillerie, dass zwei weitere oder neue Eichenbäume ja, gepflanzt werden, um die Nachhaltigkeit ja, zu bewahren. Gut, so sieht hier die kleine Probeflasche aus. Ich gehe mal relativ nah dran. Gut, hoffentlich könnt ihr das auch sehen. Scharfschalten ist ja hier immer ein bisschen problematisch. Ich habe hier noch nicht geöffnet den Amorique Sherry Cask. Ich zeige euch einfach mal, wie die Flasche hier aussieht, denn die sieht etwas anders aus als diese Flasche hier. Die ist so ein bisschen rundlich und die hat hier so eine leicht eckige Form, relativ dicken Glasboden, also sehr schwer und ja, wuchtig. Und man kann ja es schon erkennen, also jetzt braucht man sich das Ganze nur als blau vorzustellen und schon hätte man die Flasche. So, damit habt ihr dann ja auch gesehen, wie die Flaschen hier aussehen. Relativ hochwertig und schön. Ich habe noch nie französischen Whisky im Gaumen gehabt. Oh nee, stimmt ja gar nicht. Michael Gouverneur habe ich natürlich im Gaumen gehabt. Aber das ist jetzt eine Distillerie, die jetzt also auch wirklich nicht extern sourced und diesen Whisky dort quasi dann auch lagert in deren Namen. Amorique ist nur der Markennamen und nicht der die Distillerie. Die Distillerie heißt, oh, ich gucke mal lieber nach. Das ist, also ich kann kein Französisch. Ich werde es garantiert falsch aussprechen. Das war, wo steht sie denn drauf? Brenton, also hier steht es drauf, Varin Graham oder Gray oder Gigi oder G, keine Ahnung. Also ich kann kein Französisch und insbesondere auch nicht keine französische Aussprache. Das war's halt. Gut, aber es kommt ja darauf an, wie denn dieser Whisky denn hier schmeckt. So, da bin ich gespannt. 37 Euro ist ja auch schon eine kleine Hausnummer. Da gibt es schon so manchen schönen Whisky. So, das reicht. Und jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier im Glas haben. Erstmal die Nase. Erstmal war es ein leichter mit frischen Früchten. Apfel. Bisschen Pfirsich dabei. Hat aber auch leichte Honig und nussige Aromen drin. Also sehr typisch für einen Whisky. Also ich würde jetzt mal sagen, das ist jetzt, wenn ich den so rieche, würde ich sagen, ja, das ist halt quasi Standard, ja, also merkt man schon. Also ist halt Eichenfässer, Sherryfässer. Was habe ich noch? Single Malt ist er, nicht kühl gefiltert. Ja. Dann wollen wir mal gucken, wie denn das, dieser Whisky denn auf dem Gaumen ist. Denn darauf kommt es ja schließlich drauf an. Mm.
Okay. Hatten direkt einen Antritt gehabt. Also diese Fruchtaromen kamen schon am Anfang rein, war also dadurch sehr präsent. Dann kam so eine, diese Honig-karamellige Variante. Dann änderte sich so ein bisschen in die, also die Holznoten kamen so langsam rein, wurden immer intensiver. Die Holznoten, die, ich bin gerade am Überlegen, wie ich sie am besten beschreibe. Also im Moment sage ich mal noch eine dicke, fette Zartbitterschokolade und die auch im Abgang. Und zwar eine Zartbitterschokolade, also dunkle Schokolade, die jetzt, sagen wir mal, nicht extrem also teuer ist, sondern eher schon so etwas diese preiswerteren. Die haben so eine etwas tiefere Bitterkeit drin. Sehr, sehr gute dunkle Schokoladen haben die gar nicht, sondern sind wirklich schokoladig bis zum Umfallen. Und hier habe ich so ein kleines bisschen so, kippte das so ein bisschen. Ja, und der Abgang ist gut, sagen wir mal so. Also diese Schokoladennote, die hat sich ziemlich lange reingedrückt. Und ich spüre es jetzt noch. Also ich schmecke immer noch den Nachgeschmack des Whiskys, die Eigenheiten, das leicht nussige, Paranüsse, würde ich sagen. So von der Art und Weise her. Ja. Gut, das war jetzt der allererste Eindruck. Und jetzt wollen wir mal den zweiten Eindruck nehmen. Mal gucken, wie er da ist. Ja, ich finde, er hat auch ein paar würzige Aromen noch dabei. Jetzt nicht so super dominant, aber so verschiedene, ich sag jetzt mal. So wie bei, wenn man französische Kräuter, so Potpourri von Kräutern in der Nase hat. Klar, französische Whisky, französische Kräuter. Passt ja natürlich. Aber das sind reine Assoziationsketten. So, dann wollen wir noch den zweiten Schluck nehmen. Also ich sag's mal so. Ja, dieses am Anfang der Honig. Mittendrin kommt so eine leichte Schärfe rein. So eine Chili-Schärfe. Aber nicht unangenehm. Nur leicht nur. Vielleicht ist es auch nur bei mir heute. Das kann so eine Tagesform sein. Dann kam die Schokoladennote und hat sich dann aber in eine Tabaknote gewandelt. So. Ja, gut. Abgang, ich finde schon recht intensiv. Also er ist immer noch präsent, angenehm. Diese nussige Süßigkeit, Blödsinn. Aber Süße, die bleibt wirklich angenehm im Rachen schön hängen. Man kann ihn gut genießen. Doch, mir gefällt er eigentlich ganz gut. Also doch, 37 Euro. Okay, vielleicht. Ja, sag ich mal, man kriegt auch für 32 Euro einen ähnlich guten Whisky. Würde ich sagen. Aber doch. Für einen französischen Whisky, ich weiß nicht, wie hoch der Output ist. Vielleicht nicht so extrem hoch. Deswegen 5 Euro mehr. Könnte durchaus korrekt sein. Kann man ihn kaufen? Ja, ich denke schon. Wenn man halt auf ein
Standard-schottischen Whisky steht und möchte gerne auch einmal einen französischen Whisky getrunken haben, könnt ihr den kaufen. Ich würde ehrlich gesagt, den würde ich nie, nie woanders hinstecken als eigentlich nach Schottland. Also schmeckt wie ein schottischer Whisky. Also ich weiß nicht, was sie für die Brennblasen da haben. Ich habe das, das hätte ich vielleicht mal nachgucken können vorher. Uiuiui, aber egal. Aber der ist sehr typisch. Also ich kann da jetzt nicht sagen, oh, das merkt man, dass das jetzt ein junger Whisky ist. Auch das, also, ah ja, das muss ich noch sagen. Der hat kein Alter. Ja? Und so mancher schottische Zwölfjährige, der hat zwar genauso viel Geschmack, aber der ist 12 Jahre. Der nicht. Und ich finde das durchaus interessant, weil es ist nicht das Alter, was zählt. Zählt neben dem Grunddestillat die Fässer, welche Fässer man benutzt, ob die qualitativ gut sind, hochwertig, ob die viel Geschmacksstoffe abgeben. Und dann natürlich die Lagerung, das heißt, wie stark arbeiten die Fässer, vielleicht in Frankreich etwas stärker als in Schottland. Das kann durchaus sein. Und das heißt, man kriegt dort schneller, besseren Stoff. Sehr vorteilhaft eigentlich. Und ich finde, die Qualität kann sich wirklich sehen lassen. Es ist kein überteuertes Produkt. Nicht, wo ich sage, oder wo ich sage, wenn jemand ein schottischer Whisky-Liebhaber ist, der kann den trinken. Der kann also auch, ja, französischen Whisky auch mal genießen. So, das war's dann vom Blind Whisky. Meine Frage des Tages lautet: Welche französischen Whiskys bis auf Michael Covoer und Amorique, also würdet ihr empfehlen, würdet ihr sagen, probiert den mal aus, der ist sehr interessant. Also ehrlich gesagt, ich kenne da nicht so viele französische Destillerien. Das sind die einzigen zwei, die mir jetzt auf Anhieb einfallen. Vielleicht könnt ihr mir den einen oder anderen Tipp geben. Ja, das war's dann vom Blind Whisky. Und das Letzte, was ich euch noch sage, ist: Habt viel Spaß mit euren Whiskys. Bis dann, tschüss.